Pflaume, Amaretto Nelke und Pfirsichmarmelade. Wir haben ganz viel Pfirsiche, ganz viel Pflaumen im Garten. Und einmal im Jahr macht meine Frau das Obst ein. Und ab und zu geht's dann auch ans Eingemachte. Und das ist dann einfach eine Wonne. Aber wenn's im richtigen Leben ans Eingemachte geht, das hieß im Mittelalter damals, Reserven werden aufgebraucht, die man existenziell benötigte, weil man im Winter eben kein frisches Obst hatte. Und wenn die Reserven dann mal aufgebraucht waren, weil man das Eingemachte aufgebraucht hatte, dann hat man nichts mehr. Es geht ans Eingemachte. Auch in der Bibel, bei ganz vielen Menschen, geht's ans Eingemachte. Da heißt es, meine Tage sind dahin wie ein Schatten und ich verdorre wie Gras. Da ging es bei diesem Menschen ans Eingemachte. Die Reserven sind aufgebraucht und er kann nicht mehr. Und dann bekennt er, du aber, Herr Gott, du bleibst ewiglich und dein Name für und für. Er bleibt ewiglich, das heißt, er will auch weiterhin für uns Versorger sein. Er schenkt uns neue Kraft. Und sein Name bleibt für immer bestehen. Das heißt, wir wissen, wer helfen kann, wohin wir uns wenden können. Das tut gut zu wissen. In diesem Sinne schlafen Sie gut. Im Segen und im Frieden des Herrn. Amen. Eine gute Nacht.